Die Schlacht im Teutoburger Wald gehört zu den dramatischsten und schmerzlichsten Momenten in der römischen Militärgeschichte. Im Jahr 9 nach Christus wurden 3 Legionen unter der Führung von Publius Quinctilius Varus von germanischen Stämmen vernichtet. Ein Hinterhalt, der die Römer bis ins Mark erschütterte und das Reich in eine tiefe Krise stürzte. Doch wie reagierte Rom auf diese verheerende Niederlage? Wie rächte sich das Imperium und versuchte die Ehre wiederherzustellen? Die Nachricht von der Vernichtung der römischen Legionen verbreitete sich schnell. Reiter wurden sofort nach Rom entsandt, um Kaiser Augustus zu informieren. Es dauerte etwa 2 Wochen, bis die Nachricht Rom erreichte. Doch diese grausame Nachricht wurde von einer weiteren schrecklichen Botschaft begleitet. Die Germanen schickten den abgeschlagenen Kopf von Varus als Symbol ihres Sieges nach Rom. Diese Botschaften lösten Panik aus. Viele Römer fürchteten, dass eine riesige Armee von Barbaren bald über den Rhein in Richtung Rom marschieren würde. Die Niederlage ließ das ganze Reich zittern. Kaiser Augustus selbst war von der Niederlage zutiefst erschüttert. Es wird berichtet, dass der sonst so stoische Augustus monatelang weder seinen Bart noch sein Haar schnitt und wiederholt mit dem Kopf gegen die Wände schlug, während er den Namen Varus verfluchte. Doch trotz der Trauer war es an der Zeit zu handeln. Augustus ergriff Maßnahmen, um Rom auf eine mögliche Invasion vorzubereiten. Er ließ zusätzliche Wachen in der Stadt aufstellen, die Befugnisse der Statthalter in den Provinzen erweitern und die römischen Legionen mobilisieren. Währenddessen planten Arminius und die germanischen Stämme ihren nächsten Schachzug. Sie hatten Rom überrascht und wussten, dass sie diesen Vorteil nutzen mussten. Ihre Taktik war es, die restlichen römischen Stützpunkte östlich des Rheins zu beseitigen. Lediglich das Militärlager Alisio konnte dem germanischen Ansturm lange Zeit standhalten. Die Germanen versuchten schließlich, das Kastell zu belagern und die römischen Soldaten auszuhungern. Doch in einer stürmischen Nacht gelang den römischen Verteidigern die Flucht zum Rhein, wodurch die letzte römische Bastion östlich des Rheins aufgegeben wurde. Die Germanen plünderten das verlassene Kastell, doch als sie versuchten, den Rhein zu überqueren, trafen sie auf die mittlerweile verstärkte römische Verteidigung. Eine größere Invasion war nicht mehr möglich. Die Römer konnten den Rhein als Grenze erfolgreich verteidigen, verloren jedoch dauerhaft alle Stützpunkte östlich des Rheins. Die Entscheidung, keinen Großangriff zu wagen, führte zu Spannungen unter den Germanen. Während die Stämme vor der Varusschlacht vereint gekämpft hatten, begannen nun wieder alte Rivalitäten aufzubrechen. Sogar innerhalb von Arminius' eigenem Stamm, den Cheruskern, gab es Widerstand gegen ihn. Einer seiner Rivalen, Segestes, stellte sich sogar auf die Seite Roms und bildete eine pro-römische Koalition. Auch Marbot, der König der Markomannen, verweigerte Arminius seine Unterstützung. Rom hatte den Schock überwunden und sann nach Rache. Augustus schickte im Jahr 10 nach Christus seinen besten General an den Rhein, um die Germanen zu bestrafen, seinen Stiefsohn und designierten Nachfolger Tiberius. Tiberius verfolgte zunächst eine defensive Strategie. Sein erstes Ziel war es, die chaotische Lage entlang der Rheinfront zu stabilisieren. Der Verlust von 3 Legionen hatte eine riesige Lücke in der Verteidigung hinterlassen, die Arminius und seine Verbündeten weiter ausnutzen wollten. Tiberius stellte 8 Legionen am Rhein auf, um die Grenze zu sichern. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, startete er Vergeltungsfeldzüge tief ins germanische Gebiet. Es war ein Krieg der verbrannten Erde. Dörfer wurden niedergebrannt, Ernten vernichtet und die römischen Truppen hinterließen eine Spur der Zerstörung. Es heißt, Tiberius wäre so effektiv vorgegangen, dass die Verluste auf römischer Seite minimal waren. Als Kaiser Augustus schwer erkrankte, wurde Tiberius im Jahr 12 nach Christus, nach 2 langen Jahren in Germanien, nach Rom zurückgerufen. Augustus wollte, dass sein Nachfolger zur Vorbereitung der Machtübergabe an seiner Seite war. Bald darauf starb Augustus und Tiberius trat die Nachfolge an. Die Aufgabe, Arminius zu bestrafen und die römische Ehre wiederherzustellen, fiel nun einem der talentiertesten Männer im römischen Heer zu, Germanicus, dem Sohn von Tiberius' Bruder Drusus. Germanicus, gerade einmal 29 Jahre alt, wurde mit dieser bedeutenden Mission betraut. Im Jahr 15 nach Christus begann Germanicus seinen Feldzug gegen die germanischen Stämme. Er führte seine Truppen bis zum Ort der Varusschlacht. Die Gebeine der Toten wurden in einer feierlichen Zeremonie bestattet und das verlorene Adlerbanner der 19. Legion wurde zurückgewonnen. Nach der feierlichen Bestattung der Toten setzte Germanicus seine Kampagne entschlossen fort. Ein entscheidender Moment dieser Feldzüge war die Schlacht von Idistaviso, die im Jahr 16 nach Christus am Ufer der Weser stattfand. Arminius versuchte ähnlich wie bereits in der Varusschlacht, die Römer durch einen Überraschungsangriff aus den dichten Wäldern herauszuschlagen. Anders als zuvor gelang es Germanicus, eine offene Feldschlacht zu erzwingen. Arminius selbst kämpfte an der Spitze seiner Truppen und wurde in der Schlacht verwundet, konnte aber knapp entkommen. Obwohl die Germanen sich tapfer schlugen, waren sie den disziplinierten römischen Legionen auf offenem Feld unterlegen. Die Römer machten auf Anweisung von Germanicus keine Gefangenen. So schreibt der Historiker Tacitus, von 9 Uhr morgens bis zum Einbruch der Nacht wurden die Feinde niedergemetzelt und 10 Meilen waren mit Waffen und Leichen bedeckt.
Nach ihrem Sieg bei Idis Daviso setzten die Römer die fliehenden Germanen unerbittlich unter Druck und stellten sie in einer weiteren entscheidenden Schlacht, der Schlacht am Angrivarierwall. Arminius' Truppen hatten sich hinter einem Wall verschanzt, den sie als letzte Verteidigungslinie errichtet hatten. Zunächst rückten Teile der römischen Legionen vor, um die germanischen Stellungen anzugreifen. Danach nahmen römische Bogenschützen und Schleuderer den Wall unter Beschuss, wodurch die Stellung der Germanen weiter geschwächt wurde. Als der Widerstand nachließ, führte Germanicus persönlich den Sturmangriff an. Das effizient organisierte römische Heer überrannte schließlich die germanische Stellung. Die Schlachten von Idis Daviso und am Angrivarierwall schwächten die germanische Koalition entscheidend. Arminius gelang zwar erneut die Flucht, seine Stellung aber war stark beschädigt und seine Verbündeten begannen sich von ihm abzuwenden. Obwohl er in den Kämpfen gegen die Germanen Erfolge erzielt hatte, entschied Kaiser Tiberius, die verlustreichen und kostspieligen Feldzüge nicht fortzusetzen, sowie die Reichsgrenze am Rhein zu belassen. Germanicus kehrte im Jahr 17 nach Christus auf Drängen von Kaiser Tiberius nach Rom zurück und erhielt einen großen Triumphzug. Er wurde daraufhin in den Osten des Reiches entsandt, um dort wichtige Aufgaben zu übernehmen. Doch seine Karriere sollte ein abruptes Ende finden. 19 nach Christus starb Germanicus unter mysteriösen Umständen in Syrien. Es gab Gerüchte, dass Kaiser Tiberius aus Angst vor seiner wachsenden Popularität die Ermordung durch Gift angeordnet hatte. Arminius, der einstige Held der Germanen, sah sich nach den römischen Feldzügen zunehmend isoliert. Trotz seiner Erfolge gegen Rom verlor er die Unterstützung vieler germanischer Stämme und wurde schließlich 21 nach Christus von den eigenen Leuten ermordet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Aktiviere am besten die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen.